Herzlich willkommen bei der neuen Folge Gloomhaven mit Sisket. Ja, wunderschönen guten Tag aus dem Dungeon. Aller guten Dinge sind drei. Es ist tatsächlich der dritte Versuch, jetzt hier gerade diesen Dungeon vernünftig zu clearen, siegreich zu clearen. Hoffen wir auf das Beste. So sieht's aus, leider Gottes. Also, wir haben halt das Problem, dass die drei Stufe 3 Charaktere noch nicht so richtig zünden. Absolut. Und dass die noch ein bisschen mehr aufeinander abgestimmt werden müssen. Auch das ist korrekt. Das Problem ist auch bei den neuen Charakteren jetzt, dass die halt auch nicht vernünftig ausgerüstet sind zum großen Teil. Es liegt natürlich daran, dass wir da einfach die Knete noch nicht für haben. Ja. Ja, und dann wird das nämlich schon wieder genauso zäh, wie man das auch Beginn des Spiels gesehen hat. Also als wir mit unserer Startparty begonnen haben. Genau, ich spawne jetzt einen hin. Mit einer wenigstens nicht den Baba verflucht. Ja. Also Kultisten sind auch wirklich fies. Ja, die machen auch so viel Schaden hier. Wir müssen die Kultist killen. Ja, guck, das war Ah, gut. eine plus 2. Kennt man gar nicht. Das war in der letzten Runde, die wir jetzt nicht online gestellt haben, auch so, dass der Quartiermeister, und das war besonders ärgerlich, einfach extrem schlechte Karten aus seinem Angriffsmodifikationsdeck gezogen hat. Also es war schon fast, wie man das in den ersten 15 Szenarien vom Heinz gesehen hat. Oh Mann, ey. Er kriegt selbst dafür auch. Ja, beim Heinz ist halt auch das Gute, ne, dass der dann natürlich jetzt auch ein Schild hat. Schilde fehlen dem Quartiermeister gerade noch gänzlich. Ja. So, ich habe auch eine neue Karte jetzt. Die hatte der vorher nicht, denn der ist jetzt. Oh! Oh, wunderbar, wunderbar. Das war unerwartet. Aber richtig gut. Die hier, das ist eine Stufe 7 Karte, der ist nämlich auch mittlerweile auf Stufe 7. Und damit können wir einfach Der unteren Aktion jemanden angreifen, und zwar Angriff den. 4. Und ich könnte den lähmen. Dann kommt er Ja, nämlich dann. nicht nach vorne. Ja, dann lähme ich gleich einen anderen. Ich Ja, hatte was auch heißt den. lame? Nicht lame. Betäuben? Ja. Ja, das ist natürlich noch viel besser als lähmen, klar. Boah! Ja. Schlecht. Nicht schlecht. Dann greift nur eine Wandelleiche an. Das ist natürlich jetzt auch nicht toll, dass sie angreift, aber der Heinz kann das halt immer noch besser verknusen als alle anderen. Ja. So, ich mache jetzt Folgendes. Ich beschwöre ein weiteres Mal diesen netten Dornenwerfer. Da ist er. Und dann greife ich noch jemanden an. Den kann ich lähmen Ja, damit. ich würde tatsächlich immer noch den hier nehmen. Ja, das hatte ich auch überlegt. Die Chance, dass ich den töte, ist aber allerdings nicht hoch, Nee, ne? aber der greift ja nicht an, wenn er sich bewegt. Aber greift der nicht sowieso schon nicht an? Weil du Nee, den. der kann ja noch laufen nächste Runde. So kann er nicht laufen. Ja, ist doch super. Ah, leider lebt er noch. So. Na guck mal, wenn die sterben, machen sie Gedacht, jetzt du wolltest Schaden. früher
früher mit dem Quartiermeister dran sein, um uns alle zu buffen. Nee, mit dem anderen. Mit der Termite. Ja. Das Blöde ist, dass die Viecher schon wieder Initiative von 10 haben. Machen die denn? Ach, das ist auch schlecht bei Todangriff 5. Ja, gut, töten tun wir die vielleicht noch nicht. Habe ich mir auch einen Fluch. Oh, gut, dass er den Helm hat. Hast du das gesehen? Der hat den Helm. Oh ja. Oh, tausende Flüche, ey. Es ist wirklich richtig bitter. Richtig bitter. Nee, ich mach erst. Erst der Buff und dann der Angriff. Genau. Wobei das bei dem egal ist. Na gut. Er zieht auch so die Null. Das ist aber egal, weil ich den ja instant töte. Stimmt, im Heinz. Genau, der macht jetzt auch einen Schaden mehr. So nicht. Ja, und der greift vor allen Dingen nochmal direkt an, ne? Genau. Bewegen braucht er sich nicht. Ja, wen soll er? Ich würde sagen. Weiß ich, den hier oder so? Ja, alles klar, kein Problem. Guck mal, das hat doch schön gesessen. Der war gut, ja. Ja, dann darfst du dir jetzt aussuchen, ob ich den Heinz heile oder den Ragnarang. Den Ragnarang, bitte. Eine Heilung. Ja. Kommt sofort. So, der hat Ragnarang hat auch schon jetzt 4 Flüche im Deck. Das ist echt absurd. Ja. Ja, das veraltet einem halt komplett immer die Angriffe. Oh, der macht Angriff 5 bei Toten, ne? Das ist jetzt natürlich, hab ich wieder Blödsinn gemacht. Egal, jetzt zieht ihr die 0. Siehst du? Recht. Aber dafür ist da hinten die Leiche weg. Ja. Und dann greift er jetzt den links neben sich an. Ja, greift er nochmal den. Oh, ach, die zweite 0. Ja, super. Das ist unfassbar, so viele Karten und er zieht. Echt. Er zieht die Flüche. Das ist unbegreiflich. So, der Heinz. Ich hab gehört, der wollte mal wieder den Moloch spielen. Ja. Schön. Genau deswegen, ey. Gut, dass er den ausgerüstet hat. 9 Schaden ist übel, ja. Ja. So, weiter geht's. Okay, die. Ja. Schon wieder Fluch. Mit 27, ja. Ja, da mache ich mich doch, glaube ich, einfach mal schneller, oder? Ja. Mich wollte niemand buffen. Stimmt, ne? Nee, es wird keiner gebufft. Gut. Oder Heinz ist okay so. Nochmal an. Ja, die Frage, wen? Hier den Typen vor dem Quartiermeister? Du könntest auch die große Leiche nehmen. Ja. Dann könnte ich darauf gehen, ja. Gut, dann die Elite-Leiche. Ja. Ne?
und so. Bitte machen. Warte mal, was machen die denn? Bewegung 3, Angriff 3. Ich kann jetzt noch einen Gegner in Reichweite 3, Reichweite 4, Verzeihung, ja, zwingen. Ja, einzulaufen, aber das ist egal. Was macht die Leiche? Die läuft zwei, auch. Ja. Angriff 6. Aber die muss ich ja angreifen, also ist schon gut, wenn die da steht. Es nützt gerade nichts. Nee, ne? Ganz verfallen dann lassen, ja. Dass ich mich bewege, nützt auch nichts. Nee, nee. Ja, gut. Es ist, wie es ist. Ja. Der Quartiermeister, der versucht jetzt mal einen zu töten. Das gelingt. Immerhin. Und dann hole ich mir zwei Karten wieder. Mhm. Das war nochmal ein Angriff. Ja, ein Doppelangriff, ja. Das sieht sehr gut aus. Ja, das gefällt mir nicht. Ja, der andere greift dich auch an. Ja. Ja, der greift mich an. Okay. Eins hat noch zwei. Gut, dass der den Helm hat. Ja, der hat schon zweimal abgekriegt. Ja. Wen soll ich heilen? Kann auch noch einen Heiltrank nehmen von 5. Okay, gut. Wobei, ich weiß nicht, ich habe halt jetzt keine hohen Inis mehr, ne? Ja, ist nicht schlimm, dann greifen die ja den Heinz an. Also jedenfalls 2. Soll ich irgendwas hochsetzen? Nee, ne? Ich meinte niedriger Inni, nicht hoher. Also ich bin nur noch lahmarschig jetzt, das wollte ich sagen. Alles klar. Der hat schon mal einen Fluch rausgezogen, das ist doch gut. Dann kann ich noch einen angreifen auf Distanz. Ja, ne, würde ich auch sagen. Und den habe ich entwaffnet für die nächste Runde. Das ist sehr gut. Wahrscheinlich hast du mir damit jetzt das Leben gerettet. Meine Güte. Deswegen habe ich einen Heiltrank genommen, weil er mich wieder vergiftet. So, ne, die beschwören nicht, gut. Der muss ein Doppelschild machen. Diese Leiche macht einfach so unfassbar viel Schaden, ne? Die ist richtig doof. Das ist gut. Es sind einfach echt viele Gegner. Das ist richtig. Und man merkt halt auch, dass dass uns Damage fehlt, ne? Also Flächendamage. Ja, komplett, oder? Das ist so krass. Das war guter Damage. Ja, ne? Mit Vergiften.
Ah, bewegen brauche ich mich nicht. Irgendwas hochsetzen brauche ich nicht, ne? Ne, du machst, brauchst es nicht. Okay. So, der Quartiermeister, ja, schauen wir mal. Was? Und nochmal. Fast. Ja, jetzt sind die leider dran. Ja. Gut, dass der Heinz einen Helm hat. Ja, ist krass, ne? Jetzt fangen die an, sich zu heilen. Ach, nö. Ja, der halt nur vergiftet. Das ist nicht so schlimm. Er ist direkt wieder vergiftet. Sich echt bewegen? Nur Ah, ein okay. Feld. Okay, und dann mit attackieren? Nee, ich kann nicht attackieren. Doch, das war ein Standardangriff. Ich wollte noch ein Viech beschwören. Ach so, das geht auch, ja. Das beschwörst du hier dann, ne? Ja, das war. Ah, cool. Der Plan. Ah, okay. Ja, jetzt beschwören dich, ich wusste es doch. Ja, scheiße. Sechsundzwanzig, ja, brauche ich nicht schneller sein. Ja, versuchen wir es, ne? Ja, das war so klar, ne? Ja, was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Ja, da musst du gleich mit der Termite da einen hinlaufen und dann einen Standardangriff drauf machen. Ach ja. Wenn da jetzt meine Pflanze nicht drauf schießen sollte. Die schießt da nicht drauf. Schieß auf den, da unten rechts. Ja, auf den hier, ne? Ja. Die guckt da auch schon so hin. Ja, kann nichts machen. Tja. Ich könnte drei Leute jetzt betäuben. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Dann Ja, muss dann ich. kommen nämlich keine Skelette. Ja. Und dann schieße ich. Ach, guck mal, ich kann zwei Ziele beschießen. Nice! Ja, guck mal, dann nimmst du auf jeden Fall den. Ja, habe ich schon. Und hier hinten den. Ja, sehr schön. Ich
würde sagen, das war eine gute alternative Runde. Ja, total. Ach, jetzt schießt sie auf den. Oh, interessant. Die Ach Eva hat ja. überhaupt gar kein System. Doch, hat sie. Die hat den angegriffen wegen der niedrigen Initiative. Der ist nämlich auch 2 Felder weit weg. Ist alles richtig so. Ja, ich überlege jetzt gerade, ob ich auch umswitche. Ob ich jetzt einfach laufe hierhin und einen Standardangriff auf den mache. Weil ich werde ja nicht angegriffen, die beschwören ja, ne? Ja, ist richtig. Stimmt, das ist eine gute Idee. Dann ist er weg, dann beschwören die gar nicht. Ja, wenn ich jetzt nicht komplett fehle. Ja, gut, das kann sein. Aber ich versuch's, das ist die bessere Variante als das zu machen, was ich da jetzt eigentlich vorhatte. So. Versuchen wir es mal. Ja. Ja, wunderbar. Weg ist er. Oh Gott sei Dank, keine Skelette. Ja. So, was macht die Termitik? Könnte heilen oder angreifen? Ja, dann heil doch, du musst doch jetzt keine Karte verbrennen. Dann kannst du dich vielleicht noch ein bisschen bewegen. Den Heinz zu heilen lohnt sich, glaube ich, nicht, solange die Leiche lebt, ne? Ja, Aber was für ein Paradoxon, solange die Leiche lebt. Ja, weil die vergiftet den halt sofort wieder, ne? Ja. Schauen wir mal. Ach, guck mal, die Elite-Leiche greift nicht an, das ist gut. Und die anderen heilen nur. Ja, die sollen sich aber nicht heilen, die Ja, ist sollen ja nicht schlimm. sterben. Ist nicht schlimm, weil die sind sowieso fast voll. Das ist okay. Ist okay. Dann brauche ich nichts verbrennen. Ach, dann lähmst du den. Standardangriff und dann lähmen, oder was Ja, machst du? genau. Der hat gut gesessen. Ja, Leben ist halt egal, aber. Aber dann kannst du da stehen bleiben, ne? Oder du gehst auf das Gold. Keine Ahnung. Bleib Ja, da ich guck mal stehen. eben gerade. Ich muss mal kurz ausrechnen. Na gut, du kannst auch hier hin. Stimmt. Dann bist du halt auch schon in der Nähe der Tür, ne? Ja, stimmt, der muss gar keine Tür aufmachen. Er muss ja nicht eine Tür aufmachen. Muss überhaupt einer eine Tür aufmachen? Als Häkchen. Quest. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ja, hau rein. Was auch immer du davor hast. Willst du den dann ranziehen und dann angreifen oder was? Nein, nein. Ja, schön. Ja, toll. Komm, das sieht aber schon besser aus als in den beiden Szenarien vorher. Das ist richtig. Also ist egal, dann ist die Quest von Heinz erstmal nachrangig.
Ja, ich werde Wichtig. meine auch nicht erreichen. Ja. Tröste dich. Ich möchte jetzt aber auch nicht noch ein viertes Mal hier in diesen Dungeon. Das ist wichtiger. Ja, stimmt. Jetzt schießt du deine Viecher noch, ne? Genau, ist doch Meine Hitze ist super. wieder vergiftet. Ja, toll. Danko. Go, go, go. Oh nein. Na, fuck. Toll, bei Tod Angriff 5. Ja, ich bin schneller, das ist gut. Aber ich nicht. Ich Nee. kann mich auch nicht schneller machen. Nee, aber ich kann ein entwaffnen. Das ist schön. Erst buffen. Richtig. Dann entwaffnen. Zwei, drei, vier, fünf. Provozierendes Gebrüll. Nehme ich das zurück für die nächste Runde? Ja, mache ich. Nicht schlecht. Vor allen Dingen bist du so schön schnell damit. Ganz genau. Ich liebe die Flüche. Da ist einer von denen. Ganz toll. Warte mal, wie viele Flüche habe ich denn jetzt hier noch im Deck? Nur einen. Noch einen, ja. So, ich heile jetzt den Heinz. Das ist sehr gut. Und dann lass die Pflanze noch mal angreifen. Jo, die ist gut. Soll die den hinteren angreifen, weil die den dann mit vergiftet, oder soll die jetzt noch mal Ja. auf den mit 6 Leben Nee, gehen? nee, mach ruhig auf den hinteren, damit er auch vergiftet ist. Machen wir das. Da ist Das der gibt's Fluch. doch nicht. Ah, aber es ist vergiftet, ist alles gut. Hat sich gelohnt. Also auf den anderen wäre noch schlimmer gewesen. Ich kann leider nicht angreifen. Ich macht alles keinen Sinn, außer Beute 2. Mal eben 24 Gold. Ah, dann geht er schon mal ein bisschen nach vorne, ne? Ich glaube, der kriegt der Damage, wenn er durch meine Viecher läuft. Ich hab keine Ahnung. Hatte der vorher nicht 12? Weiß ich nicht, aber das klingt immer so komisch, wenn er Ja, da das ist durchrennt. tatsächlich so, ja. Schon wieder im Fluch. Jetzt kannst du davor sein. Ja, das werde ich ja noch tun. Text du mal weiter? Oh, sorry. Ja, ich versuche mein Glück, ne? Ja. Oh, nice. Das war tatsächlich ziemlich gut. Nice. Die Viecher sind lustig, oder? Aber das macht halt fast keinen Schaden. Hallo, das war mal eben 6 Schaden, ne? Für nichts tun. Guck mal, kannst ihn töten. Versuch's. Ja, leider nicht. Ist doch egal, war doch super. Und da eins krieg ich nochmal Heilung. Das ist richtig gut. Er kann gar nicht genug Heilung kriegen.
Aber der kann nicht genug Flüche kriegen, ey. Meine Fresse, ey. Das gibt's nicht. Ja, ich glaube, da muss die Termite mal mit dem Standardangriff jetzt ran. Ich überlege, ob ich nicht. Ah ja, der muss sowieso den töten, das ist okay. Und. Ach, jetzt sehe ich leider nicht wieder, was für Was Ziele die denn? haben, ne? Was, was, was? Was für Ziele die haben, sehe ich jetzt wieder nicht. Ah, ich vergesse das immer. Ich glaube, für dieses Szenario dürfen wir uns doch in Übereinstimmung sagen, dass das siegreiche Beenden Priorität hat. Soll ich schon mal die Tür aufmachen? Ja, Ja, dann ne? mach das. Dachte jetzt nur, dass du mit der Termite den Kultisten da. Bewegung 3. Und dann machen die einen Reichweiteangriff. Ja, das ist ekelhaft. Also, ja, es ist wieder richtig nervig. Dann kannst du mit der Termite aber jetzt noch zurücklaufen und den Kultisten töten. Ja, ich hatte gehofft, ich kann noch auf einen anderen hier schießen, aber das kriege ich nicht hin, ja. Nope. Nope, nope, nope. Müssen die jetzt einen Reichweiteangriff machen? Das ist doch echt ein Witz. Mann, ey. Ich fasse es wieder nicht. Jetzt töte aber bitte noch den Kultisten. Ja. Jetzt hat er wenigstens ein Elite-Monster getötet. Wahrscheinlich ein Viech von dir dran glauben. Ja. Ah, gar nicht. Der hat den ersten überlebt. Ist doch klasse. Aber besser das Viech als einer von uns. Ja. Ja, guck mal, das steht da eigentlich gar nicht verkehrt. Ne, ist völlig voll gut. Und das ist auch gut, weil der hat noch zwei Schilde. Ja. Ah, der hat einen Helm. Sehr gut, dann kommt jetzt noch die lange Rast. Und dann sind wir auch schon wieder drüber, Ja, dann machen wir eine neue Folge. ne? Ja, ich würde sagen, den Rest des Szenarios könnt ihr euch dann beim nächsten Mal ansehen. Hoffentlich diesmal mit dem Erfolg. Macht's gut, bis dahin und ciao.